Fast 7 Millionen Menschen sind heute in Weißrussland zur Präsidentenwahl aufgerufen. Dort herrscht Alexander Lukaschenko seit 1994 ununterbrochen. Im Vorfeld dieser Wahl ließ er hunderte Aktivisten und Demonstranten festnehmen. Bei seiner Stimmabgabe versicherte er heute, alles sei unter Kontrolle. Doch Kritiker gehen von massiver Wahlfälschung aus. Aus Moskau, Christoph Wanner. Zugriff in der Nähe von Minsk. Weißrussische Sondereinheiten nehmen russische Söldner fest. Die Männer der sogenannten Wagner-Gruppe waren nach eigenen Angaben auf der Durchreise. Langzeitherrscher Alexander Lukaschenko wittert jedoch eine Verschwörung des Kreml. Die Söldner sollen einen Umsturz geplant haben. Russland wolle sich den kleinen Bruderstaat Weißrussland einverleiben. Man versucht, unsere Gesellschaft zu spalten. Man plant rund um die Wahlen eine Revolution, auch mit neuen Technologien. Doch daraus wird nichts. Lukaschenko will zum 6. Mal Präsident Weißrusslands werden. Er brandmarkt Oppositionskandidaten als russische Agenten. Viktor Babarika und Sergei Tichanowski lässt er sogar ins Gefängnis werfen. Nun versucht Tichanowskis Frau als Präsidentschaftskandidatin die Arbeit ihres Mannes fortzusetzen. Wie sie wollen viele Weißrussen Lukaschenko loswerden. Vor allem wegen der schlechten Wirtschaftslage und seines autoritären Führungsstils. Ich habe es satt, zu schweigen und Angst zu haben. Habt ihr es auch satt, all diese Willkür zu ertragen? Svetlana Tichanowskaja, eine mutige Frau, jedoch völlig chancenlos, sagt Politologe Dmitri Areschkin. Er bezeichnet die Wahlen als Farce. Lukaschenkos brutaler Sicherheitsapparat werde sie nach Belieben manipulieren. Er lässt sich so viele Stimmen geben, wie er will. Elegant ist das alles nicht. Lukaschenko geht geschwächt aus diesem Wahlkampf. Er hat jedoch Weißrussland weiterhin erfolgreich im Schwitzkasten. Keine guten Aussichten für alle, die nach rund 26 Jahren Lukaschenko endlich politischen Wandel wollen. Weißrussland wird wohl zumindest vorerst die letzte Diktatur Europas bleiben. Fragen wir nach bei Christoph Wanner in Moskau. Ja, in deinem Vorbericht, da klingt es nun wirklich kaum nach einem Machtwechsel in Weißrussland. Haben denn Lukaschenkos Konkurrentinnen überhaupt irgendeine realistische Chance? Ja, wenn wir von der augenblicklichen Lage ausgehen, überhaupt nicht, keine Chance für jegliche Konkurrenten Lukaschenkos. Alexander Lukaschenko führt Weißrussland seit 1994 mit eiserner Hand. Politische Gegner werfen ihm sogar etliche Morde vor an Konkurrenten. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es in Weißrussland leider keine Chance gibt für einen friedlichen Wandel, dass Lukaschenko nicht von der Macht lassen wird, freiwillig. Wie läuft denn die Wahl heute? Befürchten Kritiker dazu recht eine Wahlfälschung? Wir hören ja zum Beispiel, das Internet soll massive Probleme haben heute. Ja, das Internet ist massiv gestört, ganz richtig. Journalisten werden auch massiv in ihrer Arbeit behindert. Gerade wurden drei Kollegen von dem russischen Kreml-kritischen Sender Dosht, also wie Regen, festgesetzt. Im Vorfeld wurden Journalisten des Landes verwiesen. Es sind keine Beobachter dabei von internationalen Organisationen, wie zum Beispiel der OSZE. Und ich denke, da ist dem Betrug Tür und Tor geöffnet und Lukaschenko wird sich da irgendwas zusammenmalen lassen, ungefähr in der Größenordnung 80% für ihn. Da werden Kreml-Kritiker abgeführt. Nun wirft Lukaschenko ja Moskau vor, ihn wegputschen zu wollen. Was ist denn an diesem Vorwurf dran? Ja, man muss wissen, dass Lukaschenko und Putin sich seit geraumer Zeit permanent in den Haaren liegen. Da geht es darum, dass der russische Präsident einen Unionsstaat will, einen neuen Staat, Weißrussland, Russland. Und Putin will Chef dieses neuen Staates werden, also Staatsoberhaupt, Präsident. Und Lukaschenko weigert sich, wie er nur kann, will dann nicht mitspielen, denn er will nicht irgendwie der Gouverneur von Minsk sein, sondern er will weiterhin dieses Land auch führen. Und jetzt kann es natürlich schon sein, dass die Russen versuchen, hinter den Kulissen etwas zu mageln, hinter den Kulissen
Leute zu installieren, die Moskau treu sind, um eben übers Hintertürchen, wenn man so sagen darf, doch noch das zu erreichen, was sie wollen, nämlich diesen Unionsstaat. Putin ist weiter auf Expansionskurs und das darf man nicht vergessen. Weißrussland wählt heute, eine Einschätzung von Christoph Wanner aus Moskau. Herzlichen Dank.